Hallo? Ja? Ah, gut, es läuft. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Au, ganz genau. Jazz hat's vollkommen richtig erkannt. Natürlich zu Jazz Jack Rabbit. Ja, heute sind wir auf Dreampipes, Freunde. Und ja, wenn ich diese Folge noch einmal aufnehmen muss, dann drehe ich durch, weil ich hatte gerade überhaupt keinen Ton in der Aufnahme. Und dabei war ich so zufrieden damit, Freunde. Das war so eine tolle Aufnahme. Und na komm. Wir rocken das jetzt, Freunde. Ganz cool. Ganz easy. Ja, und hier haben wir einen lustigen Schalter, worauf auch schon ein lustiger Pfeil zeigt. Und ja, wir können mit dem Schalter nichts machen. Natürlich können wir was machen. Pass auf, Freunde. So, Jazz kann ihn zwar nicht drücken, doch dafür hat er andere Skills, wie er einen Schalter betätigt. Pass mal auf, der Putz. So. Zack, was ist passiert? Oh mein Gott, Wasser ist gestiegen! Oh yeah! Oh yeah! Guck mal, Jazz hat sogar einen Schnorchel. Ist das cool oder was? Ich finde, das ist richtig cool. So, diese lustigen Pipes, also die Dream Pipes, die dem Level da seinen Namen geben, in die können wir auch übrigens reinschwimmen. Gut, Dream Pipes heißt nicht das Level, so heißt der Planet, aber es sind die Dream Pipes. Ich gehe davon ganz stark mal davon aus. So, hier haben wir riesige Seeminen, die aber ganz easy kaputt zu machen sind. Okay, hier drin befindet sich nichts. Und ich hoffe, ich finde diese Runde auch den Juwel, Diamanten, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das, was uns ins Bonus-Level bringt. So, hier haben wir diese riesen Seeminen-Teile nochmal in klein. Die sind im Grunde noch einfacher zu besiegen als ihre großen Brüder. So, hier befindet sich, glaube ich, rein gar nichts. Ich schwimme nochmal kurz in die Röhre rein, obwohl wir hier drin vorhin schon waren. Aber ich glaube, hier war echt nichts mehr drin. Nee. Gut, also in diesem Level untersucht man gerne viel Zeug. Ja. Oh, da drüben ist doch was. Halt, halt. Wir haben zum Glück genug Zeit. Da können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Ich habe übrigens hier eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Mhm. Aber dazu kommen wir später noch. Sobald, das war komisch. Sobald ich denke, es wird Zeit dafür, diese Entdeckung der Welt zu tun. So, jetzt aber nichts wie weg hier und hier hoch geschwommen. So, hier haben wir Fuel und sonst eigentlich gar nichts. Und hier, guck mal, wir haben diese Sprung-Trampolin-Dinger. Oh yeah! 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 Und hier nochmal. Oh yeah! So, von dieser Munition kann ich übrigens nicht genug bekommen, weil die ist richtig cool, die RF-Missile. Und die spare ich mir für den Boss auf. Ja, Freunde, es ist wieder Boss-Time. Oh, hier war ich noch gar nicht. Hier war Albrecht. Albrecht ist da. Ja, ich hab dich doch Albrecht genannt, oder? Ja, ich glaube, ich habe ihn Albrecht genannt. Oh yeah. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Hier. Ich habe rausgefunden, was diese Super Nintendo-Dinger machen. Pass mal auf, guck mal auf unsere Zeit. Zack, zack. Wir kommen immer eine halbe Minute dazu. Ist das cool oder was? So, jetzt guck mal. Jetzt sind wir auch wieder auf maximal Zeit. Wir haben noch 10 Minuten. Alles easy. Siehst du? Ja. Au, ja. Ich hab's gesehen und trotzdem bin ich in die Schildkröte reingeschwommen. Das ist eine ganz gemeine Wasserschildkröte. Ich bin heute kreativ mit den Namen geben, ich weiß. So. Okay, hier drüben befindet sich jetzt nichts mehr. Also nicht, dass ich wüsste. Hier drin ist nichts. Hier drin ist nichts. Jazz kann aber auf jeden Fall hier durchschießen. Okay, hier befindet sich echt nichts, ne? Ich bin ein bisschen paranoid, was das Level begeht. Was diese beiden Level eigentlich angeht. Weil, wie gesagt, ich habe das Secret Gem Ding nicht gefunden. Warte mal, wo ist... Ah ja, ich bin in diese blöde Schildkröte reingeschwommen. Nein, Albrecht ist jetzt weg. Diese blöde Schildkröte. Ich finde, die Musik ist mal wieder richtig schön catchy.
Oh yeah! So, wo wollen wir lang? Ich hab's vergessen. Sehr gut. Okay, wir wollen erstmal, glaube ich, hier runter. Und hier weitere Super Nintendo Controller einsammeln, weil wir es natürlich können. Wie immer. Okay, damit hat sich jetzt auch die Frage erledigt, wo wir lang wollen. So, und ich will... Komme ich da dran? Ich glaube, es war nicht klug, die jetzt schon einzusammeln, dieses Unverwundbarkeitsding. Aber gut, von mir aus, ich komme damit klar. Jess, warum... Ah, okay. Er wollte sich kurz nicht drehen in die Richtung, die er eigentlich gucken sollte. Aber ich hab's hinbekommen, Freunde. Natürlich hab ich's hinbekommen, weil ich nämlich total awesome bin. Und jetzt wird's langsam albern. Hier kommt RF-Missile. Die gute alte RF-Missile. Ja, was würden wir ohne die wohl tun? Ich glaube wohl verzweifeln. Oh, Möhrchen, Möhrchen. Guckt mal, Freunde. Möhrchen. Oh yeah. So haben wir ja nochmal eine gemeine Wasserschildkröte. Gemeine Wasserschlafschildkröte. Ja, das klingt cooler. Eine gemeine Wasserschlaf... Oder Landschlafschildkröte. Sag das dreimal schnell hintereinander. Landschlafschildkröte. Ja, das wird schon sein. So. Jetzt haben wir den Wasserstand nochmal ein bisschen erhöht. Und das hat uns jetzt irgendwie, glaube ich, rein gar nichts gebracht. Okay, von mir aus, gerne, wieder. So, dann schwimmen wir mal weiter. Ja, das hat uns jetzt wirklich rein gar nichts gebracht. Okay. Dann schwimmen wir... Okay, hier geht's... Ich dachte, hier geht's oben noch rum. Aber scheinbar hat mich da auch der Schein getrügt. Okay. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische hier. Wo sollen wir lang? Ich weiß es nicht. Ah, okay, man kommt hier irgendwie hoch. Okay, schreib mich nicht an. So, ich weiß doch, wie es geht. Natürlich weiß ich, wie es geht. Ich meine, ich habe das schon gespielt und so. Und eigentlich sollte ich wissen, wie das geht. Ja. Okay, ich habe mich gerade durch den Boden glitscht. Aber okay, vollkommen legitim, ich kann damit arbeiten. Okay, wo kommen wir hier lang? In einen Raum voller Jumper-Munition. Wie hieß die Munition hier nochmal? Nicht Jumper-Munition, Launcher. Launcher-Munition. Ich habe jetzt Jumper-Munition genannt, weil... Ach, ihr wisst schon warum. Weil die so lustig hin und her springt. So. Erstmal diese große Seeigelmine beseitigt und die andere auch und die anderen, ja alle auch, weil die es nicht anders verdient haben. So, die Möhrchen lasse ich noch zum Schluss da. Okay. Und jetzt die über uns dann natürlich auch platt machen hier. Wäre ja noch schöner, wenn wir die weiter rumtänzeln lassen würden. Aber ich muss noch einmal kurz das nachgucken, Freunde. Sorry, ich muss dafür nochmal zurückschwimmen. Ich hatte nämlich im Gedanken, dass es hier auf der anderen Seite doch noch weitergeht. Steine ich mich nicht, wenn es falsch ist, aber... Okay, gut, ich bin hier sowieso komplett falsch. Sorry. So, ich wollte hier jetzt mal gucken. Okay, gut, hier geht es doch nicht weiter. Ich war echt überzeugt, da oben würde es noch weitergehen. Doch scheinbar habe ich das mit einer anderen Stelle verwechselt. Sieht ja sowieso alles so gleich aus. Ach, Freunde, wisst ihr was? Wir kommen hier schon irgendwie durch. Vertraut mir, der Kutscher kennt den Weg und der Kutscher bin in dem Fall ich. So, seht ihr, was soll hier die Hetze? Wir können doch alles locker easy hier erledigen. So, da oben pennt eine Landschlafschildkröte. So, ich habe mich jetzt tatsächlich für diesen Namen entschieden. Eine Landschlafschildkröte. So. Okay, gut, hier komme ich nicht durch. Das ist auch sehr gut zu wissen. Okay,
dann bist du jetzt einmal dran. So, und einmal hier das Wasser erhöhen. Ein Glück, dass hier so viele Super Nintendo Controller sind, die uns mehr Zeit verschaffen. Mehr Zeit, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Weil... weil es hier doch eh nicht auf Zeit geht. So, alles wird hier weggeschossen. So, und der Schalter. Okay, einer nach dem anderen ist schon fast so ein bisschen die Treppen steigen. Nur hat das mehr was mit Wasser und Schaltern zu tun. Aber ein ziemlich cooles Level, das muss man schon sagen. Also wenn man die Zeit hat, hier sich hier alles Wichtige sich anzugucken und ein bisschen so erkundet hier, dann ist das doch schon ziemlich cool. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Oh yeah, oh yeah. Und noch einmal. Oh yeah, oh yeah. Her mit den Gems, den Juwelchen oder was auch immer hier, wie man es immer auch immer betiteln möchte. Ich nehme sie alle mit. Ich habe gesagt, ich nehme alle mit, also bitte. Und wir kriegen sogar ein Leben dafür, dass wir alle Juwelchen mitgenommen haben. Oh yeah. So, noch ein paar Super Nintendo Controller. Ich meine, mehr Super Nintendo Controller können ja auch nicht schaden, ne? So, irgendwas hier noch versteckt? Nö. Dann würde ich sagen, auf in Level 2. Und ich finde, mit den Schnorcheln sieht Jazz einfach cool aus. Ja, dagegen darf keiner was sagen. So. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob wir hier das Bonus-Juwel finden. Bonus-Game-Juwel. Okay. Warum ist hier eigentlich ein Loch in der Pipe drin? Mensch, da müssen wir Mario rufen. Huch. Ich glaube, da müssen wir echt Mario rufen. Nein, das geht so nicht weiter. Wir brauchen einen echten guten Klempner. Okay. Was haben wir hier? Ich hab's kapiert, hier ist Strömung. Geht weg. Hallo, jemand zu Hause? Okay, gut. Scheinbar nicht. Der war eben gerade noch nicht da. Hier rein? Ich weiß es doch nicht. Okay, gut, das wäre egal gewesen. Dass das Spiel immer so die Wahl lässt. Ja, wo willst du lang gehen? Oben oder unten rum? Im Grunde genommen ist es egal, weil beide Röhren führen dich in den Vorraum. Beziehungsweise in den Vorraum führen die schon mal gar nicht. Eigentlich führen die in den Nachraum. Und ich will versuchen, da irgendwie hochzukommen. Es will ich doch passieren, dass da ich irgendwas verstecken würde. Diese ganze Aktion war nutzlos. Aber gut, ich will ja alles erkundet haben hier, ne? Komm schon, Super Nintendo Controller. Lass mich nicht im Stich. Nein, ah gut, er hat mich nicht im Stich gelassen. Okay. Ach, guck mal, hier kann der tatsächlich durch. Na, schon mal einer guckt, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Gut, aber das hat jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Da war nur ein bisschen Munition. Okay. Hier kommen wir nicht durch, hier kommen wir nicht durch. Dann einfach mal hier durch. Kommen wir doch bestimmt irgendwie durch. Na gut. Gut, dann eben nicht, Spiel. Okay. Ich merke schon, wenn ich hier ungebeten bin. So. Stirb, Schildkröte. Oh mein Gott, sie schläft. Die Schildkröte ist gefährlich. Okay, Launcher-Munition. Verdammt. Ich bräuchte jetzt doch ein paar Möhrchen. Wenn sie hier irgendwelche hätten, das wäre echt Knorke. Okay, warte mal. Irgendwo... Hier muss es doch...
Gut, hier geht's auch nicht weiter. Dann einfach mal durch die Röhre. Vielleicht. Nein. Ah, ich komme doch durch die Röhre da rein. Komm schon. Ah, alles klar. Okay, gut, ich kann. Na komm! Ich sehe durch diese komische Brühe hier nichts. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, jetzt aber. Okay, was haben wir hier alles so Schönes? Also auf jeden Fall eine ganze Menge Munition, da sage ich auch schon mal nicht nein zu. Dann haben wir eine schlafende Schildkröte hier, da sage ich auch nicht nein zu. Eine Röhre, in der es weitergeht. Ich habe ein bisschen Bammel weiterzugehen, weil ich sehe es jetzt schon kommen. Dann komme ich nicht mehr zurück. Und hier hinten gab es auch irgendwie einen Alternativweg. Okay, ich habe den Alternativweg gefunden, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Okay, nee, da komme ich. Okay, sorry, Leute. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Verwirrt bin ich. Und zwar ganz dolle. Entschuldigung. Ja, da kommen wir her. Ach du meine Güte, Freunde, das dürfte keinen verraten. Dass ich mich jetzt so anfängerhaft mich verhalte. Okay, gut, ich wäre auch so zurückgekommen. Guckt mal, Super Nintendo Controller. Yay! Okay, in dieser Röhre kann ich zwar rein, aber das bringt mir rein gar nichts, weil ich direkt wieder rausfalle. Gut. Hier haben wir noch eine Röhre. Die... Oh mein Gott, ich hab das Bonus-Juwel-Dings gefunden. Oh yeah, Bonus-Game. Mach das mal. Mörchen. Au, du blöde Schildkröte. Das hast du jetzt verdient. Ich glaube, die ist kaputt. Ich habe zwar nicht gesehen, wie sie kaputt gegangen ist, aber sie ist kaputt gegangen. Okay, aus welcher Röhre komme ich? In welcher Röhre bin ich reingeschwommen? Aus welcher Röhre bin ich wieder rausgeschwommen? Ich glaube, ich bin in der Ohr über mir reingeschwommen. In der unter mir rausgeschwommen. Ja. Okay, hier befindet sich Munition. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Gut, und jetzt geht's nicht mehr weiter. Ah, die Musik ist so geil, Freunde. Ah, ich mache ja immer gern die Musik an. Ihr kennt mich ja. Also, falls ihr mich schon länger verfolgt, kennt ihr mich ja. Und was ich sehr interessant finde ist, ihr seht das hier vielleicht. Ja, ihr seht das auf jeden Fall. Ich bin zwar nicht im Wasser unten, also ich bin zwar schon im Wasser, aber ich bin nicht in dieser komischen Brühe, die da unten in der Röhre verläuft. Und trotzdem gibt es hier eine Strömung. Eigenartig. Aber gut, wer bin ich denn schon, dass ich hier die physikalischen Gesetze auf Dreampipes hinterfrage? Okay, hier findet sich eine Röhre, die nicht wirklich uns... Ja gut, da drüben führt sie weiter. Okay, da ist noch ein... Oh, Geheimnis gefunden. Okay, das tun wir als ganz zum Schluss. Wobei ich nicht wüsste, warum. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir probieren müssen, jetzt hier die Juwelchen uns holen können. Schwimm, Jess! Okay, hier geht's nicht hoch. Hier haben wir noch ein bisschen Launcher-Munition. Ich glaube, die haben wir vorhin ganz kurz gesehen. So. Hier haben wir noch richtig geile Launcher-Munition. Und ja, ich glaube nochmal hier diesen Toaster. Ja, das ist natürlich auch echt geil. So, und jetzt können wir uns hier die Sterne einsammeln. Und das Leben natürlich.
yeah! Habt Angst vor Star Jazz! Okay, gut, das hat nicht wirklich viel gebracht. Eigentlich ist jetzt nicht überhaupt nichts. Aber gut, ich habe kurz geleuchtet. Ja, das ist doch auch schön, nicht wahr, Freunde? Ich finde, das ist sehr schön. Da unten ist ein Super Nintendo Controller und ich komme noch zu diesem hin. Okay. Langsam noch und ich habe mich schon irgendwie erahnt, dass hier gleich eine Schildkröte nochmal um die Ecke schwimmt. Okay, wenn ich Steuerkreuz nach unten drücke, also auf der Tastatur halt, glaube ich, nach unten. Wenn ich halt nach unten schwimme, schwimme ich schneller. So, das will ich damit sagen. Übrigens schwimmen, da bin ich auch gar nicht drauf eingegangen, Freunde. Ich schwimme hier nicht hoch mit der Pfeiltaste, beziehungsweise mit Steuerkreuz oder was auch immer. Nein, ich schwimme hier mit Springen nach oben. Also wenn ich springen, ganz schnell... Ach, ich kann es gedrückt halten, dann schwimmt er direkt immer die ganze Zeit nach oben. Okay, gut. Gut zu wissen. Ups. Da hatte ich kurz Schluck auf. Muss ich kurz aufstoßen, Freunde. Kennt ihr das? Wenn man mitten im Gespräch ist und auf einmal dieses... So ein ganz kleiner... Ja, nicht wirklich Schluck auf, sondern wirklich so ein Aufstoßen. Das kann nervig sein. Ich weiß, ich spreche aus Erfahrung. So. Oh, na das ist aber geil. Noch mehr Toaster-Munition. Brauchen wir alles für den Boss, Freunde. Wir pfeffern den Boss zu mit Munition. Spiel, wo lang? Ah gut, hier ist noch ein Gegner. Aber sonst ist das hier alles ziemlich leer, ne? Hier komme ich her noch auch. Ja, ich komme hierher. Okay. Schwimmen. Schneller. Jazz. Okay, gut, hier... Muss ich hier lang? Ah, hier gut. Hier sind wir beim Checkpoint. Kriegen noch ein paar Super Nintendo Controller mit. Oh. Ich habe gar nicht gesehen, worauf ich da schieße. Verdammt. Ey, Jazz, mach keine Faxen hier. Okay, gut. Da muss ich wohl schwerere Geschütze auffahren. Pass mal auf. Ja, so klappt das irgendwie. Okay, und hier nochmal. Und hier nochmal. Ey. Ich will nicht meine ganzen ARF-Missiles hier verbrauchen. Ich brauche noch alle für den Boss. Ach, komm schon. Für den blöden Schalter. So, wieder auf dem Blaster. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so großen Ball von den Bossen habe. Die sind eigentlich ziemlich easy alle. Die haben alle dasselbe Muster. Die haben alle mindestens einen Safe-Spot. Und, die sind bleiben ihren Muster eigentlich treu. Oh, hier haben wir ein paar Schildkröten, die Röhren hier offenbar bewachen. Das aber sehr schlecht können und... Du hast ein Möhrchen da. Ist meins. Okay, gut. Das war... Weniger klug, möchte ich mal anmerken. Aber gut. So, wo wollen wir lang? Wir können, glaube ich, nur... Okay, wir können nur... Okay, ich habe nichts gesagt. Wir können nur weiter nach rechts gehen. Okay, hier ist nichts.
Okay, drei Schüsse mit der RF-Missile und die Dinger sind kaputt. Mensch, ich glaube, ich bin in so einer Art Schildkrötennest hier gelandet. All die ganzen kleinen Schildkröten. Und dann noch die ganzen großen schlafenden Landschlafschildkröten oder so. Urk. Okay. So, wo wollen wir lang? Hier unten geht's nicht lang, da habe ich gerade schon gesehen, da ist auf der anderen Seite zu. Ja, okay. Warum ist hier im Hintergrund ein X? X markiert die Stelle oder was? Hat das irgendwas mit diesem Raum hier zu tun? Ist nur zur Dekoration. Ich weiß es doch nicht. Okay. Da oben befindet sich ein Leben, aber das habe ich gerade gesehen. Ah, ich komme so daran. Oh, wir sind am Ziel. Oh. Ja, dann... Okay, wie komme ich zu den anderen schlafenden Schildkröten hier nochmal hin? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Na gut, dann lassen wir die beiden mal schlafen. Und wir gehen ins Ziel. Pass auf, diese letzten 4%, ich wette, das waren wären die beiden Schildkröten gewesen, die noch da lagen. Oh yeah. Bonus Level 2, collect all gems. Ja, das kennen wir doch schon. Was? Oh mein Gott, nur 40 Sekunden. Das werde ich nie schaffen, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst, wenn ihr keine... Also falls ihr keine Uhr auftaucht oder so, werde ich es nicht schaffen. Dann ist das offiziell ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe keine Ahnung, wo sich hier eine Uhr befinden soll. Irgendwo? Nein? Nö. Schade. Ich habe verzweifelt nach einer Sanduhr geguckt. Guckt mal, Freunde, guckt mal. Der Guardian. Okay, wer wird heute der Guardian sein? Oh yeah. Okay, da haben wir unsere Möhrchen. Und eine riesige Eule. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Okay, die Eule nimmt ihre Eier und schmeißt sie auf uns. Aber die macht auch noch was anderes. Pass auf, Freunde. Ich lasse die Eule jetzt einmal ein bisschen umherfliegen. Währenddessen snagge ich mir die beiden Möhrchen. Okay, die Eule macht jetzt irgendwie gar nicht mehr das, was er eigentlich sonst macht. Okay, von mir aus. Normalerweise nimmt die Eule sich jetzt noch ein paar Eier und die Mini-Eulen, die hier rausschlüpfen, die benutzt sie dann als Schild. Ja, komm, stirb, Eule, stirb! Oh yeah, oh yeah, die Eule geht unter! Das war unsere letzte RF-Missile, ja, exakt gepasst! Oh yeah, Freunde, oh yeah! Das war doch super awesome! Twin battleships are coming. Jazz looks up to see two enormous battleships heading towards him. It's a pleasure to have you with us. The pleasure is all yours. Time for the final clash. The score is now Jazz 5 and Devon 0.
Can Jazz shut down the Shellian terrorists in episode 6? Stay tuned and find out. Okay, wir werden es rausfinden, oder wir werden selber rausfinden, oder was auch immer. Aber das erst alles in der nächsten Episode, und zwar Episode 6. Episode 6, komm. Okay, gut. Ja, komm, Medium, natürlich wie immer. So, nächste Folge dann, The Final Clash. Oh yeah, Freunde, freut euch drauf, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe nämlich keine Ahnung, was uns auf uns zukommt. Ich weiß nur, dass zwei riesige Battleships auf uns zukommen werden. Ja, Freunde, so viel erstmal dazu und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, man haut rein. Verdammt, jetzt hatte ich letztens noch den Abschlusssatz noch drauf und jetzt nicht mehr. Ich weiß ja. So, Kinders, ich wünsch euch was. Ja, ich hab's drauf. Ja, Mann. So, tschüss.